Und damit herzlich willkommen, liebe Prepper und Otto-Freunde. Heute gucken wir uns mal die Kartoffelernte an, hier aus den Bottichen. Nur das aus den Kübeln. Schauen wir mal, wie viel Kilo dabei rumgekommen ist. Ob überhaupt was dabei rumgekommen ist. Ich bin gespannt. Ich glaube, so habe ich das auch noch nicht ausprobiert. Kann sein, vor ein paar Jährchen auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Aber in einem kleineren Bottich. Und da kam, glaube ich, nicht so viel bei rum. Waren das Kartoffeln oder Süßkartoffeln? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ist auch egal. Wir gucken jetzt erstmal hier rein, was hier so abgeht. Ihr seht das, die Kartoffeln sind hier jetzt schon gut vertrocknet. Wir haben jetzt auch endlich mal ein paar Tage trocken gehabt. Hier der Boden ist auch relativ trocken. Die Sorten waren Ratte und boah, die andere Sorte weiß ich gar nicht mehr so genau. Müssen wir gleich mal gucken, vielleicht fällt mir das wieder ein. Aber wir schütten das jetzt erstmal hier aus auf der ungarischen Zeltbahn. Dann kann ich die Erde nämlich wieder leichter hier auf den Acker bringen. So, fangen wir mit den hinteren an. Schon mal gar nicht gut aus, wenn hier nichts dran hängt. Eieiei. Ah, siehst du, jetzt kommen mir die ersten Kartoffeln zum Vorschein. Sehr schön. Ich hoffe, das sind auch so ein paar, dass sich das gelohnt hat, ey. Aber ich sehe schon, die meisten Kartoffeln sind nicht besonders groß. Ich sag mal, die meisten werden jetzt so aussehen. Tja, ärgerlich. Ich werfe die erstmal hier rein. So, ich sammle jetzt erstmal die Kartoffeln hier, ne? Aus dem ersten Bottich. Dann gucken wir mal, wie viel wir haben. Ja, das war jetzt der erste Eimer. Wenn man mal guckt, wie groß der Eimer ist, wie viel Erde da drin war. Ist jetzt nicht so berauschend, aber immerhin. Ich würde mal sagen, für eine Person zwei Mahlzeiten sind das schon, ne? Je nachdem, was man noch dazu macht. Oder für zwei Personen eine Mahlzeit. Ups. Ja, gucken wir mal, vielleicht schenkt der andere Kübel uns ein bisschen mehr. So viel dürfte das jetzt nicht sein, dass es vielleicht nicht mal ein Kilo, würde ich sagen. Vielleicht 700 Gramm. Jetzt einfach mal grob geschätzt. Wir gucken mal, der andere Kübel hat bestimmt mehr drin. Die sind auch ein bisschen schlechter zu sehen. Oh Mann, da sind auch ein paar verfaulte, sehe ich gerade. Scheiße. Ja, da müssen wir gleich noch aussortieren. Die sind ein bisschen schlechter zu sehen, denn das sind diese lilanen sind das. Müssen wir also genau hingucken hier jetzt. Ja, ich will die mal raus. Boah. Die sind, glaube ich, schon über. Gucken wir uns am Ende mal an. So, Freunde, das ist die Ausbeute. Hier bei den Lilanen, da weiß ich den Namen jetzt gerade nicht. Wer es weiß, schreibt es in den Kommentaren, verbessert mich. Ich meine, das ist dann so eine skandinavische Sorte, ne? Die habe ich noch nie gegessen tatsächlich, deswegen wollte ich die unbedingt ausprobieren. Ich glaube, ich hatte davon zwei oder drei in dieser Größe ungefähr. Ja, immerhin ist ein bisschen mehr bei rumgekommen. Die sehen so ein bisschen teilweise schmuddelig matschig aus, aber sind die gar nicht hier. Sieht man das ja, ne? Ich dachte jetzt, die wären so ein bisschen matschig, aber sind die nicht. Ich guck mal, ich werde die putzen. Und ich denke mal, die sind noch zum Verzehr geeignet. Hier haben wir jetzt ein paar größere und hier viele kleine. Das war die Sorte Ratte. Ja,
Ihr seht das, es ist vom Gewicht ungefähr dasselbe, da das hier viele kleine sind und hier so ein paar große. Vielleicht muss ich mich hier nochmal korrigieren. Ich hatte ja gesagt 700 oder 800 Gramm. Zusammen sind das vielleicht ein Kilo, würde ich sagen. Ja, ist jetzt nicht so der Oberbringer, aber man bedenke, ich hatte eigentlich gar keine Arbeit mit diesen Kübeln. Ne? Ich habe die Dinger eingepflanzt und dann, wenn die Pflanze ein bisschen rausgewachsen ist, wieder aufgefüllt mit Erde. Ihr kennt das, ne? Dann wieder und wieder und wieder und immer so weiter. Eigentlich habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Im Internet sieht das bei anderen dann immer ganz anders aus. Was ich jetzt falsch gemacht habe, weiß ich nicht. Gedüngt habe ich zwischendurch auch mal. Ja, vielleicht war es nicht die richtige Sorte. Oder die Kübel waren noch zu klein. Ja, dennoch, wenn ihr jetzt keinen Garten oder so habt für Terrasse, ich würde es trotzdem machen, natürlich eine Terrasse. Es ist halt wirklich gar keine Arbeit eigentlich. Steckt da drin. Ab und zu mal Erde auffüllen, ist kein Problem. Und dann immer gießen. Und dieses Jahr hat eh immer geregnet, also musste ich die nicht so viel gießen. Ich hatte wirklich null Arbeit damit und ja, immerhin so ein bisschen was bei rumgekommen. Beschweren will ich mich nicht. Ja, kann man auf jeden Fall bestimmt essen, die Dinger hier noch. Wäre schade, wenn nicht. Und die auf jeden Fall, die sehen nicht gammelig aus. Die sehen wirklich richtig gut aus. Die werde ich auch nicht schälen, die Dinger, die werde ich ja, so fressen. Ja, Freunde, das war die Kartoffelernte aus den Kübeln. Ich habe glücklicherweise noch ein paar auf dem Acker, aber die wurden tatsächlich von Kartoffelkäfern befallen und das nicht zu knapp. Ich habe jeden Tag die Viecher da abgepflückt und so. Das hatte ich bei denen hier in den Kübeln jetzt nicht. Ich weiß nicht, woran das lag, weil die sind 2,5 Meter vielleicht voneinander entfernt. Da waren keine dran, aber auf dem Acker schon. Ich weiß es nicht. Vielleicht wurden die hier gespritzt, behandelt oder so, dass sie da nicht beigegangen sind oder die anderen, dass das sie angelockt hat. Ich weiß es nicht genau. Ist auch egal. Wir gucken uns jetzt noch mal einmal grob den Garten an, würde ich sagen. Ne? Gucken wir mal, was hier so los ist. Aber eigentlich nicht so viel, da dieses Jahr echt nicht warm war. Ja, fangen wir einfach mal hier bei den Kübeln, bei den Kartoffeln nebenan an. Tabakpflanze. Die ist rein zufällig hier gewachsen. Hier war erst was anderes drin, die Radieschen und so. Ne? Und die ist ja, wohl irgendwie ein Korn da reingekommen. Und richtig fett gewachsen. Was mich wundert, dass die hier angefressen wurde. Hier ein Blatt komplett. Da überall durchlöchert. Eigentlich, ich weiß nicht, die Schnecken sind das glaube ich nicht gewesen, weil die Schnecken gehen da nicht bei, die fressen das einmal an und verpissen sich dann, weil Tabak immer so ein Sekret aussondert und das Bitter, das mögen die nicht. Hier, oh nein! Oh! Fuck! Da war jemand schneller als ich. Von innen ausgehöhlt. Mann, ey. Da hast du mal eine Tomate. Hier auch so ein paar. Das war alles, was so über war, habe ich hier reingeworfen. Das ist, ja, der Salat. Oh Gott. Peinlich, peinlich. Brennnesseln, die gehören da auch nicht rein. Unkraut will ich nicht sagen, aber die gehören da halt nicht rein. Hier zeige ich euch nur so einen Schwenk. Ringelblumen, die kommen auch endlich, weil endlich mal die Sonne scheint. Das sind die anderen Kartoffeln. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt ausgrabe. Die wurden halt immer wieder. Gucken wir mal, ob hier. Ja. Da sind sie wieder. Kartoffelkäfer. Ihre stinkenden Scheißlarven. Da alles voll. Ich habe das. Oh, jeden Tag kannst du es eigentlich machen. Die nerven so richtig ab. Da kommt in Zukunft noch ein weiteres Hochbeet. Da hinten gehen wir jetzt hin. Ja, guck dir das an, die Einlegegurken. Du guckst so, oh Mann, ey, 2-3 Tage mal nicht hier nach den Dingern und dann sind die auch schon überall. Egal. Mein Bruder, der hat so komische Schnecken, hält er sich als Haustiere. Die fressen das noch auf. Der ist ein bisschen angeknabbert, aber den kann ich noch essen. Wir gucken hier, oder ich gucke gleich, wenn die rum ist, mit dem Film, gucken wir da noch mal rein, wo mehr gute sind. Der Lavendel wird wohl doch nichts mehr. Die Zucchini ist, glaube ich, durch soweit. Eine hängt noch dran. Hier, ein Riesending. Zack, muss ich unbedingt heute auch noch verarbeiten. Hier war ich jetzt eben bei, das waren ja die Himbeeren. Die kommen weg in Zukunft. Ich werde mal hier viele Sitze mit Anführungszeichen hochbeeten, weil hoch sind die nicht. Halt mit so beeten und dann unten irgendwie was reinpacken, dass die Wühlmäuse nicht rankommen und dann jede Menge Pferde messen und dann Erde rauf und so, weil das funktioniert für mich persönlich irgendwie besser als so auf dem Acker. Es kommt nicht das bei rum, was ich irgendwie bei anderen Leuten und so sehe, obwohl ich das auch immer schön düngen und so. Das war hier aber früher mal, weil hier auch jede Menge Pilze noch wachsen. Röhlinge tatsächlich, Sandröhlinge, Maron und Parasol hatte ich da hinten noch schon in der Ecke. So Waldboden war das mal. Katzenminze, eine Pflanze hier für die Bienen. Die hatte ich mal vor Ewigkeiten gekauft. Ihr seht, das ist ein Spätblüher. Ich
glaube, das hier ist was Ähnliches. Aber der hier ist sehr, sehr spät dran. Blühen sie noch nicht mal auf. Ja, hier tun wir, da kann ich auf jeden Fall eine abwehren. Die ist, glaube ich, noch nicht angefressen. Die ist auch schön hart. Das waren ja auch noch so Schlanggurken, sollten das werden. Aber sind auch irgendwie Einlegegurken gewesen. Da hat wohl jemand das Saatgut vertauscht. Wirsing. Ach, gehen wir mal hier kurz rüber. Wirsing, ja, der ist eigentlich ganz gut. Bis auf der kleine da. Rotkohl, ja. Ich weiß nicht, eigentlich sollten so langsam die Köpfe davon zugehen. Passiert irgendwie auch nicht. Und guckt mal hier, wenn ihr euch das mal anguckt, ja. Der. Das war ein Fehler, den Tabak so hier offen zu pflanzen, weil ich habe die ja nicht abgeschnitten, hier diese Kapseln. Habe ich ja alles so gelassen, ne? Das musst du vorher abschneiden, bevor die blühen, dann schmeckt der Tabak intensiver. Aber ich wollte es ja für die Bienen und Hummeln und so lassen, damit die was zu fressen haben. Aber das hat sich jetzt hier überall verteilt, also da überall. Das ist nicht gewollt mit dem Tabak und hier haben wir noch Bohnen. Was ist hier denn? Hä? Das sind tatsächlich... Da sind tatsächlich noch Stangenbohnen rausgewachsen. Die sind die ganze Zeit nicht gekommen. Hier sind eigentlich alles Buschbohnen, die wollte ich jetzt durchtrocknen lassen. Wow, hier sind echt noch Stangenbohnen rausgekommen. Die hätte ich hier auch ausgepflanzt. Einfach so auf dem Feld nicht vorgezogen und die sind die ganze Zeit nicht gekommen, weil es wahrscheinlich so kalt war. Hier auch noch mit Tabak kann ich gleich alles rausziehen. Ja. Deswegen habe ich dann hier nur Buschbohnen, aber hier ist auch noch Kohlrabi oder sowas wächst da noch. Ja, Buschbohnen, die werde ich gleich auch noch alle ernten und dann schön durchtrocknen lassen. Kornblumen, die blühen irgendwie zweimal tatsächlich im Jahr, wusste ich auch nicht. Ja, das zeige ich euch jetzt nicht unbedingt, das hat noch eine Sonnenblume, da kommen noch mehr, da auch, die kommen auch sehr spät und sind auch so kleine Sorte. Johannisbeeren, Stachelbeeren, die sind aber alle schon durch. Die Maulbeeren sind tatsächlich dieses Jahr ein bisschen gekommen. Nochmal Johannisbeere. Grünkohl ist auch nichts geworden. Der Boden hatte da wohl auch zu wenig Nährstoffe. Kommen wir zu meinen Lieblingen, den Blaubeeren. Die sind ja richtig gut abgegangen, eine Zeit lang. Dann hat es nur noch geregnet. Dann haben die stagniert. Aber jetzt kommen die nochmal, ein Glück. Ich kann hier wieder ein bisschen was abernten, aber die Vögel haben sich schon drüber hergemacht und haben sehr, sehr viel geklaut. Bei denen hier zum Beispiel und ja, bei denen hier. Das war eigentlich der, wo die meisten dran hingen. Aber gut, ich habe davon auch etwas abgekriegt. Und ihr seht das. Hier, Erika. Ja, die Heide blüht. Die Heide blüht. Noch mehr Blaubeeren. Gucken wir mal bei den Berry Boxer. Da sehe ich eine da hinten, eine schwarze. Da noch zwei. Ich sage ja, irgendwie ist das auch nicht so der Bringer. Die wurden auch ganz anders angepriesen. Da wurde ich reingelegt. Boah, hier haben wir noch mal so richtig, naja, richtig groß jetzt nicht, aber doch schon große Kürbisse, würde ich sagen. Ne? Zwei handgroß so circa. Ungefähr. Das sollten, war das Atlantic Giant? So bis zu 25 Kilo werden. Das werden auf keinen Fall 25 Kilo sein. Vielleicht maximal 4, aber immerhin 4 Kilo macht 2 Stück davon, 8 Kilo. Die Hasel ist dieses Jahr tatsächlich auch mal ein bisschen weiter gewachsen. Die hatte ich damals als so einen kleinen Stockast, sag ich mal, geholt. Und jetzt guckt euch das an. Es dauert halt immer ein paar Jährchen, bis sowas wächst. Oh, die Schildkröte kann ich auch schnell rausbringen. Jetzt ist gutes Wetter, die muss raus. So, kommen wir hier mal zu den Paprika und ähnlichen. Das sind so kleine Naschpaprika. Die sind tatsächlich was geworden. 3 Stück sind rot. Jetzt blüht der hier nochmal nach. Die werden wohl dann nichts mehr, die jetzt kommen. Aber immerhin hier 3 Stück. Paprika ist immer schwierig bei uns hier im Norden. Wenn du kein Gewächshaus hast, dann ist das immer ein Glücksspiel. Und dieser Sommer, wie schon erwähnt, war nicht so heiß. Hier haben wir so eine Chili-Sorte. Der ist sehr gut behangen, wie man sieht. Aber die sind alle noch grün. Die sollen eigentlich rot werden. Dafür brauchen wir jetzt noch ein bisschen Hitze. Ich hoffe, es kommen so ein paar heiße Tage, damit die auch reif werden. Hier haben wir auch noch Tomaten und auch nochmal Paprika. Das ist dieselbe Sorte wie die. Und die sind halt alle noch grün. Könnte auch ganz schön knapp werden. Der hier verfärbt sich so langsam. Könnte knapp werden, dass die reif werden. Dass die ausreifen. So. Ja, hier haben wir auch nochmal Tomaten. Ihr seht das.
Hier und da scheint das gut rot durch, da überall. Das sind hier, oder das ist hier so die Ecke, die ich stiefmütterlich behandelt habe. Hier habe ich noch Tabak und das war der Tabak, den ich dann ja gewollt angepflanzt habe. Ja, ja, hier, guck mal. Das, was du immer ja nicht so gut behandelst, das wächst meistens am besten. Das ist irgendwie immer so. Hier hängt richtig was dran und die werden noch in Ruhe gelassen. Und das hier, ja, so ein bisschen Tabak immerhin. Gehen wir hier nochmal rüber. Buschbohnen. Ja, das wollte ich euch jetzt zeigen. Da hatte ich schon mal was von geerntet, auf jeden Fall. Aber es ist auch nicht so viel mal rumgekommen, wie ich dachte. Hier hängt jetzt noch was dran. Die werden auch noch auf jeden Fall reif, die paar. Hier haben wir auch nochmal Paprika. Oh Mann, der Sturm hat den ganz schön umgeworfen. Hier habe ich jetzt vor 2-3 Tagen eine abgeerntet, die reif war. Das war eine gelbe. Und wirklich so eine, wie du im Laden kaufen kannst, halt perfekt sah die aus. Diese hier könnten wieder eng werden, bis die, oder dass die ausreifen ist. Wir brauchen halt echt Hitze. Ja, zeige ich euch mal, ich sag mal, meine erfolgreiche Ecke. Warum mit den Rasen hier nur denn noch, ey. Die Hokkaidos, guckt euch das an, das sind einfach so perfekte Dinger geworden. Und wir haben so 10 oder 12 Stück waren das. Da ist noch einer hier drin, aber so auch noch was. Ja, da hinten kleiner. Hier weitergehen. Zack, da hängt noch was. Da liegt einer. Da liegt einer. Da liegen noch zwei. So, gehen wir mal rum. Die Erdbeeren waren auch richtig gut für diese Sache. Die Erdbeeren hier sind auch richtig üppig. Und, ja, guck mal, wusste ich gar nicht, dass ich nie eine Sorte mit dabei habe, die zweimal im Jahr blühen. Aber sieht jetzt nicht so gut aus, die da dran hängen, angefressen und nicht so richtig Farbe, egal. Schauen wir mal. Das ist alles Tabak, auch gewollt. Hier haben wir Mais, der ist auch eigentlich ganz gut geworden, der ist abgeknickt. Ich mag den gar nicht aufstellen. Ich habe Angst, dass er dann wirklich ab durchbricht. Lass mir den erstmal so liegen. Hier hängen sogar zwei dran. Da einer. Hier einer. Jetzt ein kleiner. Ich weiß nicht, ob der noch. Scheiß Bremse. Ob der noch groß genug wird. Ja. Mais. Habe ich mich eigentlich auch gar nicht drum gekümmert, muss ich ehrlich sein, zwischendurch mal ein bisschen gegossen. Mehr habe ich da auch nicht gemacht. Aber dafür ist das ganz gut gewachsen. Guckt euch das mal an. Die Dinger sind auch etwas größer als ich, also so 2 Meter. Und beste Tabakpflanzen. Die sind hier richtig abgegangen. Dazwischen hatte ich eigentlich auch noch Bohnen. Kommen schon gar nicht mehr ran jetzt. Aber da hängen auch so ein paar dran, sehe ich gerade. Ja, meine Prepper-Freunde, eigentlich wollte ich euch ja nur hier die Kartoffelernte zeigen, hier aus den Kübeln, aber es ist jetzt wieder ein ganzer Gartenrundgang geworden. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm, da die Ernte nicht so berauschend ausgefallen ist. Normalerweise hätte ich das jetzt auch gewogen, wäre das ein bisschen mehr, aber ist halt nicht so viel. Das ist ja nicht so beeindruckend. Wenn es jetzt 5, 6 Kilo wären, wäre das schon perfekto, aber das ist jetzt so. Lala, egal. Besser als nichts, ja. Selbst wenn es 0,01% sind an Selbstversorgung, Anführungszeichen, ja, sind immer noch besser als 0%. Ja. Sowas lohnt sich immer. Das lohnt sich immer, meine Freunde. Also vielen Dank fürs Anschauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ich bin dann mal raus, Leute. Macht's gut. So, Kumpels. Und das hier ist jetzt nochmal die Ernte vom Acker. Das ist auch nicht so berauschend. Guck mal da. Gucke hier. Aber immerhin sind hier so ein paar richtig dicke Dinger mit dabei und ich hatte die hier auch total vergessen. Das ist auch so eine Sorte, die ich ausprobiert habe. Hier so rötliche, ich weiß nicht, war das jetzt die Ratte und das die Bamberger Hörnchen oder andersrum? Muss ich gleich nochmal im Internet gucken. Ratte und Bamberger Hörnchen waren das auf jeden Fall irgendwie. Welche ist, weiß ich jetzt nicht. Und das hier waren so 0815 aus dem Supermarkt, so Bio-Kartoffeln habe ich einfach welche keimen lassen und dann ab in den Boden, fertig. Ja, und jetzt einmal die komplette Ernte von heute. Ein paar Blaubeeren, Buschbohnen, eine Riesenzucchini hier, guckt euch das mal an. Länger als mein Unterarm schon fast, du. Mann, ja, die Möhrchen, die sind jetzt nicht so gut geworden, die hatte ich aber auch viel zu dicht aneinander gepflanzt.
war auch nicht so der Bringer, aber sonst ganz geil eigentlich, ne?